Natürlich haben wir auch darüber gesprochen, aber das tun wir nicht nur hier, das tun wir auch zu Hause. Wie empfindest du die Trainingsbedingungen? Ich glaube, die Trainingsbedingungen an sich sind gut. Gestern mussten wir gut einmal den Platz wechseln, aber das war für uns eigentlich kein Problem, weil es von der Anfahrtzeit waren, glaube ich, 5 Minuten länger oder 10 Minuten. Das hat jetzt keinen großen Unterschied gemacht. Was natürlich nicht so gut war, war natürlich das Spiel, dass es abgebrochen werden musste. Aber es, glaube ich, hätte auch in jedem anderen Trainingslager passieren können. Jetzt wird ja nicht nur trainiert, sondern ihr erlebt auch rechts und links mal ein bisschen Freizeitaktivitäten, unter anderem gestern den Trip in den Township. Wie hast du das erlebt? Einmal diese Fahrt durch den Township, aber auch dann das Spielen mit den Kids. Ja, sehr bewegend. Da merkt man oder wird einem erst richtig klar, wie gut es uns eigentlich geht und dass diese Probleme, über die wir uns tagtäglich, mit denen wir uns beschäftigen, dass das eigentlich Luxusprobleme sind. Und wenn man dann sowas sieht, dann sieht man die wahren Probleme. Und es war zum Teil schön, mit den Kindern spielen zu können, ihr Lächeln zu sehen, diesen Moment für die Kinder mal rauszukommen aus diesem schweren Alltag. Andererseits natürlich gerade diese Fahrt durch das Township war schon sehr bewegend, sage ich mal, weil man diese ganzen Zustände dort sieht, das ist schon schwierig. Dann gab es vor 2 Tagen eine Safari-Tour und durchaus kritische Stimmen. Wie stehst du denn dazu? Ja, ich habe das am Rande mitbekommen. Ich kenne mich da mit der ganzen Situation nicht so gut aus. Ich kann für mich sagen, dass ich jetzt nicht bei den Löwen war und die gestreichelt habe. Ich glaube, um die Situation ging es ja. Hing aber nicht damit zusammen, dass ich das so empfunden habe, als wäre es Tierquälerei, sondern weil die Schlange einfach zu lang war. Um das genau ins Detail zu erklären, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Der Platz war heute natürlich durch die letzten Tage ein bisschen tiefer als am Anfang, aber ich glaube grundsätzlich, dass es kein Nachteil ist, sondern natürlich sinkt man ein bisschen tiefer ein, aber der Ball rollt gefühlt heute Morgen ein bisschen besser als an den Tagen zuvor, weil es einfach nicht so trocken war. Eine bessere Rückrunde spielen als in der Hinrunde, was gerade die Punkteausbeute, die Torausbeute angeht. Ich glaube, da haben wir noch Luft nach oben. Das sind auch die Dinge, die wir besprochen haben und dass wir gerade an den Dingen arbeiten, also die Dinge umsetzen, an denen wir hier arbeiten und das wird, denke ich, wichtig sein. Nutzt du denn eigentlich hier die Gelegenheit, die schöne afrikanische Sonne, um mit deinem Bruder mal ein bisschen zu schwatzen und ihm vielleicht zu sagen, was ist denn eigentlich mit deinem Vertrag? Hast du ihn da mal angehauen? Mensch Junge, verlänger doch mal. Ja, dafür. Endlich. Dafür sind, denke ich, andere Leute zuständig. Natürlich haben wir auch darüber gesprochen, aber das tun wir nicht nur hier, das tun wir auch zu Hause und es bleibt letztendlich seine Entscheidung.